Was hat er gemacht? Nach Hilfe rufen. Der ist da runtergerutscht. Ich sag nur so, passt auf, der ist voll steil. Könnt ihr mal ein Zeug aufheben? Ja, bleibt mal da liegen, bitte. Ja, das können wir auch gerne mal ausprobieren, vielleicht. Das ist kein Problem. Ehrlich. Gut, wenn dann jetzt hier noch mit Handschellen dann hier noch gekifft wird, finde ich natürlich auch nicht so nett. Oh, du hast gekifft, alle Mann, oder was? Könnten Sie den Herrn hier einmal, der hier die. Der weiß, der Cyrus. Warum ist so ein großes Kaliber draußen? Ich kann ihn gerne mal unter Wasser 9,3 mm, warum? Ja, aber nee, wollen wir alle mal rauchen? Kann nicht, kann mir einer was geben? Ich hab noch 46 Stück. Wunderbar. Ich hab nur Ganja-Blätter, aber kein Ganja. Ja, warte. Die ganze Rauchwolke mal. Ah, das ist jetzt ausgegraut. Du kannst keine Beweismittel weitergeben, wenn Polizisten bei dir sind. Ja. Na komm, dann kiff ich den auch noch weg, den Rest. Ich kann nicht. Warte mal bitte alle, Mann. Wir kommen jetzt in die Tankstelle. Wir sind jetzt weg, ich stelle den anderen Kollegen wieder hierher. Ja, können Sie gerne machen. Schlimm, diese ganze. Das wird aber, wie gesagt, Mitglieder, die sich da dort befinden, wären sie natürlich alles verschiedene Leute. Oder keine nicht verwandt oder was auch immer, die gekannt hätten. Weil das würde sonst nicht anders ausfallen. Aber da sie alle zusammen, sage ich jetzt mal im Unternehmen, das vielleicht alles zusammen. Machen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie jetzt hier vertreten sind, ob sie auch nur gutmütig vertreten sind. Anscheinend aber auch nicht so gut. Ich gebe ihnen mal kurz ein Pflästerchen. Wird das halt wie gesagt als Pauschale ausgerechnet. Für alle Leute zusammen. Okay. Leute in Sippenhaft zu nehmen, auch nicht gerade rechtsgerecht. Wie bitte? Das habe ich gerade nicht ganz verstanden. Leute in Sippenhaft zu nehmen ist auch nicht nach dem Gesetz. Ein Water Tank kostet 12.750. Was? Oh nein. Wo ist er hin? Oh, er kommt wieder runter, pass auf. Ach so. Ach du Scheiße. Weißt du, ich guck grad. Ach du hast die Kiste geholt. Ja, Mann. Ach du Scheiße. Weißt du, ich denk so Scheiße. Deswegen das auch nein, weil ich dachte, ich hab mich verklickt und ich hab dir die Kiste geholt. Und dann gucke ich nur so, sehe eine Kiste an, dann sagst du, kommt wieder runter. Ich guck nach oben und sehe einen Wassertank in der Luft. Was ist denn hier falsch, ey? Vito? Jo. Ich war halt arbeiten. Weißt du, wie viele Einsätze ich hatte? Gar keinen. Genau. Ja, dann noch von, das ist so eine Frechheit, dann noch von, ich war arbeiten zu sprechen. Ja, ja. 12 Stunden war ich auf Arbeit. 12 Stunden. Und hast gewartet, bis ein Einsatz kommt. Gewartet habe ich. Ein rumgespielt oder was? Warten auf weiteres ist das. Warten auf weiteres, genau. Fernsehen gucke ich die ganze Zeit. Irgendwann habe ich Mittag gegessen. Nee, erstmal habe ich gefrühstückt. Lukas, das ist Status 1 in der Polizei. Bin ich zum Bäcker gegangen. Eier und spielen oder was? Dann mir ein Brötchen geholt. Sagi! Hast du neue Klamotten? Also Urlauber. Natürlich. Was hast du denn jetzt an? Schwarze Hose und ein weißes Hemd. Perfekt. Aus Zaros Standard Equipment also. Willst du eigentlich nur eine pinke oder rote Mütze dazu oder passt so schon? Ich hab schon Bauplan dafür. Ja, um mich in Dreck hier. Nein, das stimmt bei dir nicht. Meld dich mal bei der Anwaltskanzlei Scholz, vielleicht kannst du den Müll rausschleppen oder sowas, aber bei uns bist du nie mehr dabei, verpiss dich. In sein Gesicht. Ich habe wenigstens grüne Klamotten noch schnell angezogen, ja. Robert hat schon ein anderer Coveragent, ich muss ja aussehen. Ja, du musst aussehen, du siehst aber noch nicht aus. Voll dumm, dass der Santino hier ein Augment Boss ist. Boss? Ja, der Santino hat ja einen Stellvertreter, das ist der Nobody. Warum ist das nicht andersrum? Ja. Weiß, wenn's nach Robert ging, Nobody Apprendiz wäre. Ja, teilweise. Jetzt kommt er mir so, weil er mit mir alleine auf der Insel steht.
Nein, ich hätte eigentlich noch einen Rang unter den Ampelpredits genommen für dich, aber ich hab Praktikant, Alter. Und was ist denn noch niedriger als hier? Hangaround. Lachs und Bob. Ja, Praktikant, Hangaround, Bewerber genau. Oder sowas. Ohne Clan-Tag, Hangaround. Ja. Mein Google-Account auch noch. Ja, ich hab ein altes Passwort nicht mehr gewusst, hab's nicht mehr gemacht. Easy? Google ist eh der größte Scheißdreck, Google ist, Plus. Ist so. Ja, Pro, das Hässliche ist, dass dein YouTube-Account automatisch damit verknüpft wird, ey. Ey, Jungs, ey. Aber hier, nix weiter sagen. Ich habe mich gestern hier so ein Doku gesehen über das Darknet. Ey Junge, direkt, das ist mein Favorite jetzt. Lad mir den Tor-Browser runter und dann aber nicht weiter voll sagen. Voll im Darknet, Jungs. Wenn ihr Waffen oder so braucht, sagt Bescheid. Ne? Alles klar. MK18. Oh, ich kann welche craften, ne Jungs? Oh Jungs, kann müsst da nicht zu dem Lappen gehen. Doch, aber ich fand das voll interessant, ey. Da war komisch, also Bullen kriegen es nicht hin, aber nobody kriegt es hin. Da war Pinkman auch schon unterwegs. Ist 500 mal größer als normal Internet, das Darknet. Angeblich, also. Quatsch. Da gibt's alles, Junge. Hinter Pornos, also andere Pornos, die verboten sind. Ich hab letztens auch mal richtig drüber gehört, da hat wahrscheinlich... So, Jungs, seid ihr bereit für ein Experiment? Nee. Nee. Eigentlich nicht. Nein, ohne Jumpen und so. Ach so, dann okay. Ja. Also jetzt werden wir Vollgas gegen zu melden. Nobody. Ihr wisst schon, wenn Nobody das sagt, ne? Dass dann irgendein Unglück passiert. Jumpen jetzt hier hoch. Nein, ohne Springen. Man stirbt eh nicht, aber... Ich glaube, hier vorne habe ich meine Waffen getestet. Oh! Oh! Das war ungewollt. Ohne Jumpen, alles klar, Nobody. Das war ungewollt. So viel zum Thema, nicht schon mehr. Guck mal, die Kohle da hinten und mehr. Wahrscheinlich ins Haus gesprungen. Polizei anhalten. Die sind schon richtig geil. Alter. Alter. Ja, bei der Caesar hast du halt das Problem, du musst halt... Oh! Oh. Ja, der Test ist bestanden, oder? Ich dachte, das Teil steuert sich halt nicht so voraus irgendwie. Und dann fiel mir wieder ein, Starkwood fährt. Aber roter Reifen, wa? Ja, was denkst du? Wir sind gerade mit 101 Million km/h gegen den scheiß Baum gefahren. Ja, Helikopter und Caesar kann ich ganz gut. Wow! Easy. Wow! Er fährt mit 200 gegen Schild. Keiner sagt was. Ich mach so eine kleine Vollbremse auf freiem Feld. Hallo? Mit dem Überrollbügel. Lauf doch, du Ding. Pack deinen Lümmel ein. Komm. Mal gucken, was er kann. Ja, ich bin Jetpilot, cool. Rät's hier nicht voll auf, ne? Du musst jetzt nicht den Helden spielen. Das ist alles zeigen, was ich kann, ey. Jetzt versucht er bei Tanoa durch den Dschungel zu fliegen. Da vorne ist eine Brücke. Aber bitte da bei der Gänseveredelung. Der war gut, Nobody. Da vorne ist eine Brücke. Fuck's dir erinnert, weil du eh schlecht bist. Oh. Ja, meine W-Taste ist halt im Eimer, deswegen geht das nicht mehr so gut. Ach so, ja, W-Taste. Was hat mit der Maus gebetet hast? Du landest auch mit Auto auf, ne? Ich? Nein, mach ich nicht. Ja, mit der W-Taste jetzt schon, da muss ich W-Taste machen. Auto. Hover. Hover mal. Hover. Oh, da ist eine Brücke. Schön no. Gebetet. Na, no, aber die will's aber auch echt wissen, ne? Aber die ist greedy. Ja, die W-Taste ist echt im Eimer, wa? Lupin kann er auch nicht. Oder. Fast mal. War knapp. Ja, ich kann halt keinen Aufschub hier erzeugen mit den Dingen. Ich bin immer noch. Ich drück die ganze Zeit Shift. Lol, man dauert ewig. Man kann echt rausschießen. Durch den Tank durch. Oh! Ah, weg! Scheiße! Ja, das war's. Das war eindeutig der beste Pilot, den ich je gesehen hab. Ja, das war eine schiefe Stelle, Mann. Junge, da muss man Y gedrückt halten. Was bist du voll? Hab ich gedrückt? Natürlich, ist voll gedrückt gewesen.
Ich bin behindert? Das war alles gedrückt gewesen. Der rote war weg und ich bin links weggekippt, weil das so schief war hier. Ey, ich hab's gerade noch angesprochen, ne? Starkwood? Ja, ich hab mich erinnert. Ich drück mal, warte mal. Ey, warte mal, wie ist noch ein Dings online, so ein Scheiß? Sonny? Ja. Soll ich dir mal was Lustiges sagen? Ich war die ganze Zeit hinten auf dem Offroad drauf. Ich hab keinen einzigen Schaden bekommen. Ich bin abgesprungen, hab 20 Schaden bekommen. Wie, ihr seid alle am Leben noch? Ja, klar. Ja. Ja, komm, Alter. Pass auf, dass der jetzt sich auch noch abstürzt, bitte nicht. Findet aber auch risky. Das ist ja nicht einfach zu fliegen mit der Kiste da unten dran. Guten Tag. Haben Sie schon mal besser geschafft als der Bruchpilot hier? Alter, das ist schwer mit der Ding. Ah, Mensch. Ich habe aber zu Zugang. Okay. Puls wird stärker. Das ist schon mal gut. Will sie jetzt einfach nicht wegsterben? Das ist eigentlich mal schon gutes RP immer. Ich bin bei Ihnen. Immer schön so versuchen Sie, wie es geht, noch zu atmen. Stell sie wieder auf die Beine. Hilfe, okay, Hilfe. Besser. Sie sagen, war ein Helikopterunfall. Ja, ui. Okay. Ja, er hat versucht hier zu landen, wie man auch sieht. Hier ist das Gras so weggesprengt in diesem Radius. Ja, ist sehr steil. Mir fehlt ehrlich der Rasen, ne? Ja. Weil ich das hingekriegt habe. Eben war hier auch noch hier dieses Explosionsding. Guten Tag. Wie geht's? Na Mensch. Oh. Ja, so wunderbar geht's mir nicht. Nee, es sind nur so ein paar Platzwunden. Platzwunden? So, selbst schuld. Ibuprofen. So, das soll den Schmerz ein bisschen lindern. Regenbogen wo? Okay, desinfiziere ich das kurz. Voll schön, wenn man hier hochguckt, oder? Alle Mann, so durch den Baum. Ja. So. Wenn die Lichteffekte hochgedreht hat. Weißt du, was ich da sehe? Weißt du, was ich da sehe, alle Mann? Wo? Da oben? Ja. Gut. Die glorreiche Zukunft von Los Zaros sehe ich da oben. Okay. Hast du recht. Moment, werden in Koks schwimmen. Das ist auch noch was. Moment, verbinde ich auch noch mal schnell. Und irgendwas mit Noten machen. Ja. So, habe ich voll die breiten Schultern, wenn ich so gucke. Gibi, meine Hüfte ist voll schmal. Breiten Schultern habe ich generell. Alter, ja. Weißt du, was geil ist? Ich? Nein, guck mal, du siehst ja von hinten in Third Person dein Gilly, ne? Ja. Man sieht halt, wo dein Körper in dem Gilly ist. Ja. Am Rand scheint halt das Licht so voll hell durch. Ja. Richtig geil. Voll geil. Hat mir bisher nie aufgefallen, weil ich nie meine Lichteffekte hoch hatte. Voll schön hier. Guck mal, hier sind Schatten unterm Baum. Herrlich. Mal hinhocken bitte. Charakter, hinhocken. Hier doch. Voll schön. Bisschen neblig in der Entfernung. Vögel switchern, dreh meinen Sound auf. Lausche einfach mal. Einfach mal ohne Stress. Geh ruhig in die Ego-Perspektive. Oh Mann, der schreit hier rum. Da ist er, mein schöner Orca, Mann. Wer ist schuld, wie du seine scheiß AK, das Gewicht. Ach man. Zu uns da grundsätzlich. Auch hier. Freu dich deines Lebens. Dass du noch lebst, ist ja wohl die Hauptsache. Ja, das ist cool. Ey, auch fast 800.000, nicht so die Hälfte. Das geht ja noch. Schon. Hast du ja gerade fast gemacht. Ja, passt schon. Ach, ist das schön. Level ich jetzt auch, wenn ich jetzt sitze. Wo veredelt man denn Gold? Goldschmiede, würde ich sagen. Wo ist die? Korrekt. Wo ist die? Die auch noch nie gefunden. Da unten, oder? Goldschmiede ist beim Drogendealer da unten. Ja, beim Drogendealer direkt daneben. Im gleichen Ajus.
richtig safe, das zu machen. Wenn welche Drogen verkaufen, können sie dich gleich mit Tops nehmen. Ich werde jetzt erstmal Barbecue essen gehen und dann in einer Viertelstunde wieder da sein, denke ich mal. Ich kaufe mir jetzt einen neuen Orca. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.